lassen wir es frei. Ja, dann mal zurück nach oben. Das wird bestimmt für viele Segen von Freyr benutzt. Das sind alle Tribute meines Bruders. Sollen wir sie behalten? Ganz wie du willst. Wenn Freyr sie nicht wollte, als er Alfheim verließ, können wir sie auch verkaufen. Das Schicksal dieser Kreaturen erinnert mich an eine Geschichte. Wirklich? Es war einmal ein Schmied, dessen König ihm befahl, eine Kiste zu bauen, die alles Übel der Welt fassen konnte. Doch kein Metall war stark genug dafür. Also nahm der Schmied die Flamme von. Wird das eine Geschichte, die mich trösten soll? Vielleicht ist es nur eine Geschichte. Ein Zeitvertreib. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, aber... deine Geschichten. Was ist mit meinen Geschichten? Ich würde sie nicht gerade tröstend nennen. Stimmt. Mimir ist der bessere Erzähler. Ah, nicht so bescheiden, Bruder. Du hast es seit den lakonischen Fabeln weit gebracht. Ist schon gut. Erzähl die Geschichte, Kratos. Nur die Tochter des Schmieds konnte seine Kiste öffnen. Er starb, als er sie vor denen schützen wollte, die danach trachteten. Tja, immerhin ist die Geschichte nachvollziehbar. Oh!
Wir haben Alfheims Gastfreundschaft auch überstrapaziert. Mal wieder. Beenden wir den Sturm.